Oh, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. True Color. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Okay, dann mal los. Riley hat mir von deinen Plänen, die Stadt zu verlassen, erzählt. Unschuldige wollen nicht einfach verschwinden. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! What the fuck? Wieso gucken die mich alles an? Ich kann im Moment noch gar nichts machen. Fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen ihn. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. So. Hätte es doch bloß dich getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich habe doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Die mich auf der Trauerfeier angesehen haben. Die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Der Grund, warum er tot ist. Aber wenn du ihren Mist vertuschst, bist du auch schuldig. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich habe denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient?
Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Das ist der im Prinzip gar nicht richtig Schuldro. Das ist dieses komplette Typhoon-Dingsbums da. Bloß, wer steckt denn mit diesem Typhoon-Ding? Und was wollen die überhaupt? Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Jetzt bin ich immer gespannt, wen die Angriff hat. Aha. Wen denn er sonst, ne? Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Du hast alles richtig gemacht. Typhon hat ihn uns weggenommen. Nicht du. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager.
Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meine Twin. Gabe, es tut mir so leid. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Du bist nicht allein. Schon heftig, was da abgeht, ey. Das ist echt heftig. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Okay. Denk an eine Sache, die dir so richtig Angst macht. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das alles. Du weißt nicht, wie du ohne Gabe damit umgehen sollst. Keiner hatte sich je mehr Ärger eingehandelt und dann wieder rausgewunden. Oh Mann, dieses eine Mal. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Muss eine schöne Erinnerung sein.
ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanada-Gans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanada-Gänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Also, ich glaube, ich habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen. Sie erscheinen mir wie eine Aura, und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Teufeln hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Tja, das also, ist das Problem, ja. Legst du dich mit Teufeln an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Ja, klar. Gern geschehen. Ja. Danke. Vielen Dank.
Nein. Danke dir. Ja, sie legt sich mit einem Großkonzern an. Also das, das kann nur nach hinten losgehen. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt das zweite Kapitel war. Wir können natürlich, so wie es immer ist bei Life is Strange, nach jedem Kapitel erstmal unser Zeug anschauen. Man kann sich das natürlich... Hätte ich mal so eine Dartscheibe machen können, okay. Muss man ja erst mal wissen, ne?
Ja, gut, das ist, wenn ich das jetzt gerade so sehe, Alex hat dem traurigen Typen geholfen, der seinen Hund zu finden. Das sind ja alles so Nebendinger, weißt du, das ist ja im Prinzip mit dem Spiel nicht verbunden, wenn du so siehst. Also von daher sehe ich das mal nicht so schlimm. Ja, da Panikattacke geholfen, ne? Ja, mich wundert, dass hier 64% die Alte da erinnert haben, was passiert ist. Also ich weiß nicht, ob das so toll war. Was soll's? Ich würde sagen, wir gehen ab ins nächste Kapitel. Monster oder Mensch? Du hast eine Superkraft, dein Ernst? Ihr verarscht mich doch, oder? Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut, dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Du bist ehrlich gesagt genervt. Weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh, fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Du solltest versuchen, dich an den guten Erinnerungen festzuhalten. Und nicht in Trauer zu versinken. Ich dachte, das würde helfen. Das hat es. Aber warn mich nächstes Mal. Okay? Deal. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Habt ihr heute schon Bayern gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Wie funktionieren diese Vogelwettbewerbe? Wer kontrolliert die Sichtungen? Noch irgendwas? Hey, bereitest du dich auf das Lab vor? Oh, hey. Ja, ich versuch's. Hoffentlich hat Ethan Lust drauf. Ist bei dir alles okay? Ja. Ich denke, es wird ihm gefallen. So, ich habe Schatten und Licht angefangen, als du auf Arbeit warst. Ich glaub's nicht. Ich bin schon bei dem grünen Clip.
Oh, mal ein bisschen aufräumen hier, ne, also. So, da ist sie ja. Ich weiß. Hey. Hallo. Ich bin gleich bei dir. Jo! Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Okay, sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So wie alle, die hier hinziehen. Es ist echt erschreckend, dass das eure besten Ideen sind. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Probieren wir es mit Steph. Krasse DJ. Ich bin überzeugt. Sorry, Ryan. Fuck, ja! Da hast du's. Ja, das ist fair. Okay. Danke für eure Mühen. Aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken. Ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Ich weiß, dass Typhon für den Tod meines Bruders verantwortlich ist. Ich weiß nicht wie und auch nicht warum, aber ich finde es heraus. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Ja, aber das sehen wir erst im nächsten Video. Hier machen wir jetzt definitiv einen Cut, nein. Ich bin gespannt, ob wir die irgendwie aus der Reserve locken können und was rausfinden. Aber wie gesagt, das gibt's erst beim nächsten Video. Für heute bedanke ich mich natürlich wieder bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle Tschö, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.